Herzlich willkommen in Sprungraum. Ich bin Ross und heute aus unserer Reihe Sprungraum at Home haben wir für euch ein Oster-Special. Jeder von euch kennt diese weltberühmte Musical Cats und aus dieser Produktion werde ich euch The Jellicle Ball beibringen, so die erste Sequenz. Es macht riesen Spaß und ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit mir, das zu lernen. Nachher werde ich ein Video zeigen, wie ich das tanze. Ihr könnt das auch dann, wenn ihr das gelernt habt, mit mir tanzen. Wir fangen an. Bevor die Choreografie tatsächlich losgeht, fangen wir an mit dem Intro. Ihr habt zwei Variationen. Ihr könnt euch eine aussuchen. Es fängt so an. Was man nicht vergessen darf, sind Cuts. Die Daumen sind fast nie vorhanden. Die sind weg. Ja, wir fangen auf dem linken Bein. Ich zeige euch. Ihr kennt das, wenn eine Katze auf die Decke so macht. Ja, diese Choreografie soll das darstellen. Und ich zeige euch. Linkes Bein, rechtes Bein hinten. Wir machen mit einer flachen Hand auf dem Boden. Ich zeige euch. Und ich zähle mit. Eins und zwei und viermal drei und vier und eins, zwei und drei, vier und eins, zwei und drei. Anfangsposition für die Choreografie. Ja, ihr könnt das mehrmals zurückspulen, bis ihr das habt. Ich zeige euch die nächste Variation. Ihr könnt euch wirklich eine aussuchen. Wir fangen so an, diagonal. Rechte Hand, wir nehmen einen Schritt mit dem rechten Fuß. Es geht eins, zwei, dann wackeln wir mit dem Po nach links. Eins, zwei, drei, vier. Ja, es geht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meine Hände sind hinterm Körper, Beine sind auf und jetzt kommt dieser Arm hier hin und wir schütteln unseren Kopf und gehen auf das linke Bein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich zeige euch. Das geht so. Eins, zwei, wackel und runter. Seite gucken, eins, zwei, drei, rechts, eins, zwei, drei, links, eins, zwei, rechts, eins, zwei, drei, Anfangsposition. So, ich gehe jetzt weiter. Wir sind Profil, linke Fuß ist vorne, rechts ist nach hinten, Arme sind diagonal, Daumen weg. Ich zeige euch. Wir gehen, wir ziehen gleich diese Hand zum Achsen. Eins, ja? Sieht so aus. Diese Bein kommt hier hin und wir machen. Eins, zwei, drei, vier und fünf, sechs, runter, sieben, Anfangsposition, acht. Eins, zwei, drei, vier und fünf und sieben, acht. Bisschen jetzt wie durch den Vorhang gucken. Wir sind in die Hocke fast. Rechte Hand, wir gehen durch den Vorhang. Eins, zwei, drei, vier. Wir sind jetzt diagonal nach hinten. Nochmal viermal mit Po wippen nach links. Eins, zwei, drei, vier. So, ich zeige euch nochmal. Wir haben hier. Wir sind hier das zweite Mal und 5, 6, 7, 8 durch den Vorhang. Und 1, 2, 3, 4, Handfläche nach hinten. 1, 2, 3, 4. Jetzt rechter Arm, rechte Bein. 1, 2, 3 und hoch ballen lassen. Arme gehen so. Ich komme euch entgegen, ich zeige euch. 1, 2, 3 und 4. Ja? Wir haben viermal gewippt. 1, 2, 3, 4. Jetzt nach hinten. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7. Nur nach links. 8. Von hier fangen wir an mit dem Bein. Ich zeige euch, wir machen 1, 2, 3, Finger Spitze. 4, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 und 8.
Die Arme sind gegenüber, so gestreckt. 1, 2, 3, 4. Jetzt hinterm Po, beide Hände, Fingerspitzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sprung auf 8. 8. Ja? Jetzt macht wie eine halbe Drehung, 180 Grad. Arme gehen nach oben. Beine leicht auf. 1. Jetzt zum Fußgelenk hin. 2, 3. Ja? Wir sind hier. 1, 2, 3. Jetzt bitte aufwärmen vorher. Bein so hoch wie möglich. Und wir gehen rückwärts in die Dehnung. Nur so weit ihr könnt. Ja? Wir sind hier. Wir sind gesprungen. Wir machen 1, 2, 3. Und dann 4, 5, 6, 7. Und die nächste Bewegung ist wichtig. 7. Wir machen, wenn Katzen springen, normalerweise in der Show springen wir zum Publikum, und erschrecken die. Die Hände nah am Kopf. Katzen haben Ohren, deswegen, die gehen über die Ohren und dann mit Klauen. Daumen weg. Ja? Wir springen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Jetzt dieses Bein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Nächstes Bein. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Arme. Linkes Arm bleibt hier hinten. Wir haben gerade erschreckt. Dieser Arm geht so auf. Dieser Arm geht direkt hinterm Rücken. Wir sind hier. 1, 2, 3, 4, 5 und 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann springen wir zur Seite. 1. Kopfrolle. 2. Tipp, Tipp. Ja? Die Ohren. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Und stopp. Kopf. Stopp. Tipp, Tipp. Jetzt machen wir zwei Spagatsprünge nach hinten und dann Bein hoch. Kopfrolle. Drehen, Tipp, Tipp. Wir machen rechts, links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Guck, dass Sie ein bisschen mehr Platz haben. 1, Kopf. 1, Tipp, Tipp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bein, der in der Luft ist, gehen wir drauf mit unserem Gewicht. 1, Arm wieder hinter. 8. 1, 2, 3, 4 und 5 und 6, 7 und 8. Ihr seht, ich bin leicht seitlich. Hand ist immer noch hier. Wir enden Profil. Dann Schritt zurück. Arme geht direkt wieder nach oben. 1, 2, 3, 4. Ja? Und dann 5, 6, Step or Change und Endeposition ist hier unten. Ja, ich zeige euch an die Kopfrolle. 1, 2, rollen. 1, Tipp, Tipp. Schritt, Schritt, Step, Jetty, Step, Jetty, Step, Kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ich zeige euch nochmal hier von dieser Stelle und dann geht's weiter. Ich zeige euch vom Anfang einmal durch langsam und dann zeige ich euch mit Musik und mit einem kleinen Extra diese Routine, damit ihr es üben könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, wir haben Anfang, Hüfte, 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 rüber und rüber. Kopf, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, anfangen. Und
1 und 4 und 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und 5, 7, 8. Durch den Vorhang. 1, 2, unten bleiben. Und links, links, links. Rechter Arm, rechte Bein. 1, unten bleiben. Hoch jetzt. Fallen, Hüfte. 1, 2, 3, 4. Bein, die Richtung. 1, 2, 3 Viertel, runter. 1, 2, 3 und Sprung. Halbe Drehung jetzt. 1, 2, 3, zurück. Rechts, links, rechts, Ohren. Diagonal jetzt. 1, 2, 3, 4, 5 und 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier, Kopf, hier, Tipp, Spagatsprung, rechts, links, rechts, Sprung, Kick, einmal rüber, um die Ecke, 5, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, rechts, links, Step, Ball Change. So, ich wünsche euch viel Spaß dabei, ihr seht, ich bin ein bisschen außer Atmung. Bisschen verschwitzt, es macht super viel Spaß und ich weiß, ihr werdet auf jeden Fall diesen Spaß haben. Ich zeige euch gleich Jellicle Ball mit einem kleinen Extra und wir freuen uns. So, liebe Sprungarmfreunde, hier ist das kleine Überraschung. Wie ihr wisst, habe ich fast 4 Jahre Cuts gemacht. Als Geschenk, wo wir dann fertig waren mit unserer Europatournee, habe ich ein komplettes Kostüm von Plateau McCafferty bekommen. Und wir werden jetzt mit Musik einmal Jellicle Ball tanzen. Ihr habt es bestimmt gelernt jetzt. Ja? Das heißt, ihr könnt mit mir tanzen. Ich warne euch kurz vor. Es ist ein bisschen schneller, als ich es beigebracht habe. Das kommt mit der Zeit. Bleibt dran. Es macht riesen Spaß. Super Cardio Workout. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei Jellicle Ball. Anfang der Show. Jetzt gehen alle Katzen auf ihre Position. Sprungraumfreunde, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß gehabt wie ich bei dieser Choreografie. Wir haben für euch ein tolles kleines Gewinnspiel und das ist, ihr sollt diese Choreografie lernen, ihr sollt es aufnehmen, ihr könnt es dann posten auf unsere Facebook-Seite oder Instagram oder bitte verlinkt uns mit Sprungraum at home. Wir werden der oder die beste Choreografie aussuchen. Dann gewinnt ihr von uns 1 Stunde Sprungzeit und derjenige kann bei mir dann zusammen diese Choreografie tanzen, wenn wir wieder aufhaben. Ihr würdet auch uns hier bei Sprungraum riesig unterstützen, wenn ihr immer noch unsere Solidaritätsgutscheine kaufen würden. Das heißt für euch, ihr kauft jetzt und springt später. Jetzt zahlen, später springen, wenn wir aufhaben. Ihr kriegt auch 1/2 Stunde geschenkt von uns. Ich wünsche euch alle eine super Osternfest. Bleibt gesund und wir sehen uns bald hier im Sprungraum, eure Sprungraumteam.